Ja, hallo, servus und grüß euch, herzlich willkommen zurück. Wir sind mittlerweile in Akt 4, Atme. Und ich glaube, in der letzten Folge haben wir miterlebt, was mit Lilly passiert ist. Und es geht einfach total psycho weiter. Okay, ich will da raus. Jo, wir haben eine Entscheidung getroffen. Verliere dich selbst und finde den Charakter. Ich wollte kurz nachschauen, ob es hinter uns her ist. Ja, es ist hinter uns her. Panik, Angst und Verzweiflung. Alter! So. Na, wenn das unser Charakter ist, dann möchte ich ihn nicht finden. Dann möchte ich mich dann doch wieder selbst verlieren. Lauf, lauf. Und dreh dich nicht um. Egal, was passiert, ist okay. So, wir machen den Deckel zu. Vielleicht ist jetzt eingesperrt und versiegelt. Können wir jetzt nochmal zurück? Ja, das ist da drinnen. Nein, ich gehe nicht nochmal zurück. So. Hey. Die richtigen Tasten nicht gefunden. Naja, ich schieb's auf die Hitze. Und wir folgen nach wie vor einer Spur aus Obst. Ich meine, wir wissen aus dem Schreiben, der Captain hat die beiden entdeckt und die ganze Crew aufgefordert, sie zu suchen. Wollen wir jetzt da rein oder da drüber laufen? Ich glaube, es ist fast offenkundig, dass man da... Ich mach mal da auf. Ich weiß nicht, ob das die schlauste Idee war. Können wir auf die andere Seite laufen? Na gut, hätten wir das auch ausprobiert. Zum Glück kann man ja in dem Spiel mit recht angenehmer Geschwindigkeit laufen. Gibt es ja schlimmere Vertreter von. Don't do it. Don't do it. Doch. Ich weiß zwar nicht was, aber irgendwas tue ich sicher. Na, wollen wir dorthin? Ich weiß nicht. Ja, wir müssen. Okay. Was ist... Was sind wir jetzt?
Aber ich muss zugeben, ich mag die Symbolik nicht. Ich meine, es ist ja schon seit ein paar Minuten eher rot, eher puffmäßig angeleuchtet, das Ganze. Und jetzt haben wir da dieses große Bett mit den Kissen und auch das Obst verteilt. Wir wissen nicht, wie alt Lilly war, die ja für ihren kleinen Bruder was zum Essen organisieren wollte. Ich hoffe nicht, dass das Spiel so grausam ist. Ich meine, die Realität ist leider so grausam, aber ich hoffe nicht, dass... Puh. Harter Tobak. There are things that should not be. Should not be broken. Na gut, stürzen wir uns weiter. Da sind wir jetzt direkt in der Hölle gelandet. Ich weiß nicht, ob das was zu bedeuten hat. Ich meine, es ist ja sehr viel Symbolik in diesem Spiel, aber diese Figur, die da quasi baumelt, mit den Händen eher in Siegerpose, eher in so einer Kraftpose. Das ist einfach nur eine einzige Albtraumsequenz. Why weren't you there? Why didn't you protect me? Why did you let this monster? Na gut.
need you. Na, wir sind da noch immer nicht fertig. Jo, sorry Leute, ich... Ja. Ziemlich harter Tobak im Moment. Ich sehe da aber nichts mehr. Können wir jetzt vielleicht da... Ah, jetzt ist die Tür kaputt, okay. Dann laufen kann ich sein. In Deckung gehen, in Hockey gehen, ich weiß nicht, wir laufen einfach so. Oder auch nicht. Es ist so morbid. Was ist auf dem Schiff abgegangen? Was ist da passiert? Okay, da ist zu, wir müssen da rein. Da wieder in dieser Kraftpose, ich bin der Herrscher des Universums, da unten ist wer eingesperrt. Sind die dann, sind die alle verrückt worden, haben sich die gegenseitig umgebracht? Oder ist das Schiff einfach sowas wie die Vorhölle? Ja, egal, wenn ich mich umdrehe, dreht er sich wieder zurück. Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Zurückgehen? Das funktioniert. Können wir uns so von dem Wahnsinn entfernen. Hat Lily das Schiff dann in Brand gesetzt für das, was ihr angetan wurde? Ich könnte es verstehen. So, kurz mal querchecken. Aufnahme läuft noch. Hoffentlich auch richtig. Shizu. Look at her. She's got her whole life ahead of her. Will it be years? Or just minutes? You're insane! Shh. I'm having a conversation you cannot hear.
Puh. Wenn das wieder cool ist. Hier ist es der Leuchtturm. Jetzt scheint das Licht direkt auf uns. No. Das kann ein spannendes Rätsel werden. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, wir dürfen sicher nicht das Licht. Es ist zu. Warum ist er zu? Ja, ich weiß es nicht. Was machen wir denn jetzt? Wir folgen mal dem Licht. Ich hätte eigentlich gehofft, dass wir vielleicht noch ein anderes Tier ausprobieren können und damit wir zurückkommen, müssen wir dann nochmal ins Licht gehen und das beamt uns dann raus. Aber nein, tut es offenkundig nicht. Jetzt im Moment. Sollen wir es mit unserem Schatten? Ah! You let this monster. Puh, schwierig. Wem gibt man denn jetzt das Herz? Ich glaube dir. Du siehst am verängstigsten von allen aus. Du schaust so aus, als würdest du irgendwas feiern. Ich bin mir nicht so sicher. Wir geben es dir. Oh, wir geben kein Herz her, wir zerlegen euch. Dann seid ihr die Bösen, das ist jetzt Lilis Rache. Das ist so surreal. Na gut. Ganz rauf. Boah, es ist so traurig irgendwie. Okay.
Haben wir die falschen Blümchen ausgerissen? Na gut, folgen wir der Blutspur. We were meant to live forever. Ich will wissen, was da drinnen ist. And I will. We're meant to live forever and I will. Aber das war jetzt zu schnell, was da passiert ist. I will be forever. No. Noch eins auf. I will be. Okay, ich schätze mal, die Tür war versperrt. Gut, haben wir alles richtig gemacht. So, wir haben 22 Minuten. Ich habe aber den Eindruck, dass das Spiel jetzt bald fertig sein wird. Ich weiß es nicht, wie lange es noch geht. Oh ja, da steht schon Record. Ich werde nochmal die Aufnahmekarten und weiter aufnehmen. Mal schauen, wenn die nächste Folge zu kurz ist, kommt die auf YouTube im Anschluss zu der Folge. Wenn es noch länger dauert, dann mache ich einen eigenen Termin dafür. Gut, ich bin draußen für heute. War eine derbe Geschichte, ein Tritt in die Magengegend, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich glaube, es kann sich jeder selber ausmalen, was Lilly passiert ist auf der Suche nach Nahrungsmitteln und so. Ich, ja, egal. Schiere Folge eigentlich. Trotzdem danke fürs Zusehen. Ich bin draußen für heute. Ich wünsche euch was. Ciao, baba.